Hallo ihr Lieben, Elisabeth Reinhold hier und von Freitag bis Sonntag ist das Aktionswochenende zum Tag der erneuerbaren Energien. Ja, und was hat es damit auf sich? Ich meine, an so einem Solarpark sind wir doch alle schon mal lang gefahren. Aber wie funktioniert das eigentlich und wie ist die Aussicht von so einem Windrad obendrauf? Und was hat eine Kirche mit erneuerbaren Energien zu tun? All das erfahrt ihr jetzt am Aktionswochenende. Fast 20 Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern machen mit und ihr könnt auch richtig viel selber ausprobieren. Alle Infos findet ihr im Web bei ostseewelle.de zum Tag der erneuerbaren Energien. Ostseewelle.